Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von Rekordbox. Ja, für alle, die schon mal mit einem CD-Player gearbeitet haben, wird das wahrscheinlich nichts Neues mehr sein. Umgekehrt, insofern ihr vorhabt, mit einem CD-Player zu arbeiten, solltet ihr auf jeden Fall mit diesem Programm liebäugeln. Vor allem eben, wenn ihr mit den CDJs von Pioneer zusammenarbeitet, denn Rekordbox ist auch eine Software von Pioneer und Rekordbox ist eben genau dafür gemacht, um seine Mediathek für den Einsatz mit den CD-Playern aufzuarbeiten sozusagen. Ja, schauen wir direkt mal rein, denn die Software ist sehr umfangreich und bietet einem wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ja, wie ihr hier seht, ist es aktuell noch ziemlich leer. Ganz klassisch natürlich geht es jetzt erstmal darum, wie füllen wir dieses Programm wieder. Also auch ganz typisch natürlich wieder, iTunes ist wieder mit an Bord. Ja, ihr könnt es hier aktualisieren, damit es auf dem aktuellsten Stand ist. Ihr habt dann hier eben einfach alle Tracks oder alternativ wieder unsere probeweise angelegten Playlists. Ihr habt dann hier eben die ganzen Tracks und natürlich könnt ihr aber genauso gut über den Explorer arbeiten, ja, dass ihr hier eben dann einfach ja, aus einem bestimmten Ordner Musik reinzieht. Genau, außerdem habt ihr hier noch eben angeschlossene Geräte. Wir haben jetzt hier mal den USB-Stick von Auflegen mit Erfolg drinnen. Könnt euch dann noch eure Historie anschauen und eventuell eben habt ihr auch Aufnahmen gemacht über den Record-Button hier oben. Genau, ähnliche Tracks und Wiedergabenlisten kommen wir dann gleich noch dazu. Hier im Prinzip habt ihr auf der linken Seite dann noch eine, ja, eine Shortcut-Liste, eben ein Bereich, wo ihr noch individuell Orte hinterlegen könnt, wie zum Beispiel eben die Sammlung hier, iTunes und so weiter, könnt ihr selber noch Verlinkungen reinziehen. Genau, wir machen es jetzt mal so, dass wir einfach mal alle Tracks hier nehmen und ganz klassisch haben wir natürlich hier dann wieder die Spaltenstruktur wie bei den anderen Programmen auch. Wir wollen jetzt natürlich erstmal das Ganze analysieren, damit wir überhaupt wissen, woran wir denn hier sind, weil wir haben ja noch keine BPM und so weiter. Das heißt, wir markieren jetzt einfach mal wieder alles und machen Rechtsklick in Sammlung importieren. Außerdem könnten wir jetzt noch ein Beispiel zur Tagliste hinzufügen, Tags neu laden und so weiter. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Exportieren macht aktuell noch keinen Sinn, weil eben wir haben ja noch nicht mal die Analyse durchgeführt. Deswegen, wir importieren es jetzt mal in die Sammlung. Wir haben es jetzt mal hier in die Sammlung reinkopiert. Das geht auf jeden Fall ruckzuck. Jetzt sieht man hier natürlich schon, dass er anfängt, die Tracks zu analysieren. Er sagt es ja hier auch, Analysevorgang läuft. Hier eben sind dann die fertigen Tracks. Das dauert dann natürlich immer einen kleinen Augenblick. Hier eben seht ihr dann auch schon zum Beispiel die Wellenform des Tracks. Das ist auch eine besondere Funktion von Rekordcase, dass er euch das hier schon anzeigt. Ihr könnt hier nämlich zum Beispiel auch schon den Track dann direkt anspielen und hier zur richtigen Position schon in der Mediathek skippen, also nicht erst im Player. Und genau, jetzt sieht man hier auch schon zum Beispiel, er spielt die BPM-Zahlen rein. Außerdem, was uns interessiert, hier natürlich kennt man auch von anderen Programmen, möchten wir ja noch den Key wissen, also die Tonart. Auch die analysiert Rekordbox für uns. Wie ihr seht eben, da kommen auch immer mehr Informationen rein. Genau, jetzt müssen wir uns eben einen kleinen Augenblick gedulden, bis alles analysiert ist. Soweit gehen wir mal ein paar andere Optionen durch. Ihr habt hier zum Beispiel auf der rechten Seite noch Informationsfenster. Ihr könnt zum Beispiel den Tracks Tags geben. Also eben, wie das kleine Icon schon aussieht, also Zettelchen anhängen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, der Track Feel It hier, der ist ein Techno-Track, der hat Vocals, hat man ja von gehört mit dem Feel It.
und passt zum Beispiel zum Main Floor. Ja, wenn ich das jetzt mit mehreren Tracks mache, dann kann ich später natürlich wieder rückwirkend nach diesen Tags suchen. Das heißt eben, ich kann mir alle Tracks ausspucken lassen, die ich gerne auf dem Main Floor spielen möchte. Genau, dann gibt es zum Beispiel auch noch das Fenster für ähnliche Tracks. Das heißt, ich kann hier auswählen eben ähnliche Tracks für den Track, den ich gerade in der Liste hier ausgewählt habe, oder ähnliche Tracks zu dem Track, der gerade hier im Player ist. Dann nehmen wir einfach mal Feel It nochmal wieder. So, hier hat er jetzt eben dann auch in dieser Variante die ähnlichen Tracks angezeigt. Und hier könnt ihr dann eben noch sagen, sortiert es uns automatisch oder nach Tracks, nach Interpret, BPM und so weiter und so fort. Was jetzt genau die Kriterien sind, um zu bestimmen, ob der Track ähnlich ist oder nicht, könnt ihr in diesem Fenster hier machen. Da könnt ihr dann eben einstellen, anhand welcher Kriterien das ausgesucht werden soll. Zum Beispiel eben vielleicht auch noch vom Jahr, dass sie eben aus dem ähnlichen Jahr stammen oder ein ähnliches Rating haben und so weiter. Extrem viele Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr euch ja einfach mal versuchen. Genau, dann gibt es hier noch das Informationsfenster. Könnte man ja auch ganz klassisch eben, was die Datei eben alles an Informationen beinhaltet. Hier und ja, das Bild, weniger wichtig. Genau, und dann hier unten gibt es noch Subfenster. Das heißt im Prinzip einfach das Ganze hier nochmal gespiegelt. Das heißt, ihr könnt hier eben im Prinzip in zwei Libraries gleichzeitig arbeiten, was ja, das ganze Arbeiten auf jeden Fall noch ein bisschen effizienter gestaltet. Es ist im Prinzip einfach gespiegelt. Ja, ihr habt dann noch die Möglichkeit eben, euch das Ganze auch in der oder in der Art und Weise anzeigen zu lassen. Das ist natürlich Geschmackssache. Und die Funktionen sind ja hier und hier genau dieselben. Genau, hier die Ansicht. Dann außerdem könnt ihr eben hier nach Kategorien das Ganze auswählen. Ihr könnt eben sagen, ich hätte gerne nur Classic Rock, von denen nur die Beach Boys. Und genau, da bleibt dann nur noch ein Track übrig und so weiter. Electronic hier und so weiter. Hier könnt ihr nach diesen Kriterien dann nochmal eure Mediathek durchsuchen, als auch, dass ihr das Ganze hier mit diesen, ja, Informationen macht, also nicht mehr einfach nur mit Kategorien wie Genre, Interpret, sondern nach ziemlich genauen Informationen auch wie plus 2 zum Master Player, der hier gerade läuft, und nur in der Tonart B-Dur, und da bleibt dann zum Beispiel nur noch dieser eine Track übrig. Ja, also auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier nochmal weiter eure Mediathek einzuschränken, da bestimmte Tracks rauszusuchen, wenn ihr eben gerade ähnliche oder bestimmte Tracks sucht und eine sehr, sehr große Mediathek habt. Unsere Beispielmediathek ist natürlich recht klein. Genau, hier könnt ihr eben dann immer die Häkchen noch setzen, soll das mit beachtet werden, ja, nein. Also hier eben eine sehr ja, detailreiche Suche, hier diese klassischen Überkategorien. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, durch die Taglist sozusagen temporär euch Tracks vorzumerken. Das kann auch sogar auf bis zu 4 Decks dann übertragen werden auf dem Player. Oder eben, wenn ihr hier gerade am Computer am Machen seid, dann könnt ihr euch hier schon gewisse Tracks in die Taglist reinziehen und ja, im Prinzip dann vormerken. Exportieren könnt ihr die nicht. Aber ja, ist eine reine Merkhilfe sozusagen zum Vorbereiten. Genau. So, jetzt gehen wir mal in den Player. Hier im Prinzip sehr ähnlich der DJ-Software, nur halt eben eine abgespeckte Version und vor allem halt auch nur ein Deck. Ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, in den Zwei-Player-Modus oder in den Simple-Player-Modus zu wechseln oder auch Full-Browser. Also ihr seht, das ändert sich dann eben nur minimal, und üblicherweise eben werdet ihr
im One-Player-Mode sein, weil ihr hier eben die Tracks vorbereiten möchtet. Widmen wir uns dann hier mal dem Player. Im Prinzip habt ihr hier bei dem Player, ähnlich wie bei den DJ-Programmen auch, eine ja, halt einfach abgespeckte Version. Ihr findet hier alles, um den Track vorzubereiten. Ganz klassisch eben einfach Play. Ihr könnt dann hier auch ein bisschen eben durch den Track durchskippen, wenn ihr möchtet. Könnt aber auch genauso einfach hier die Spur anhalten. Ihr könnt reinzoomen, ihr könnt rauszoomen, wie es euch lieber ist. Ihr könnt zwischen den nächsten Tracks hin und her skippen. Und ihr könnt natürlich auch im Track selber springen. Das heißt, 8 Beats sind eben 8 Schläge immer. Ja, also so, wie man es jetzt auch hört. Oder alternativ, sieht man jetzt hier, es sind ja nur kleine Schritte. Oder aber auch größere Schritte. Das heißt, hier springt ihr ganze Takte. Wenn ihr jetzt mal auf den weißen Strich hier achtet, dann springen wir deutlich weiter im Track. Genau. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit beim Grid eben diese Strichstruktur, nenne ich es jetzt mal, anzupassen, denn üblicherweise sollte der Strich genau auf dem Schlag sitzen. Das seht ihr besser, wenn wir mal wieder reinzoomen. Es passt hier also ziemlich genau, hat er schon gut analysiert, aber es könnte eben sein, dass da leider mal was schief geht und dann muss man eben das Ganze händisch wieder korrigieren. Damit könnt ihr dann hier den ersten Beat festlegen. An die Stelle sind wir gerade schon gesprungen. Klicken dann einmal und dann sucht er sich automatisch schon das Raster. Also ihr seht ja, die nächsten Striche wurden automatisch gesetzt. Die BPM sind auch errechnet. Ihr könnt alternativ noch selber eben tappen, das heißt den Beat vorgeben. Und wenn eben dann trotzdem immer noch was nicht ganz geklappt hat, dann könnt ihr zum Beispiel eben den ganzen Beat Grip nach links oder rechts versetzen. Ihr könnt die Intervalle zwischen den einzelnen Strichen, also diesen Zwischenraum hier, vergrößern. Ihr könnt ihn genauso auch verkleinern. Ihr könnt den BPM-Wert einfach verdoppeln, wenn in der Richtung bei der Analyse was falsch gelaufen ist, oder halbieren. Und ihr könnt natürlich auch eben eine Einstellung an der aktuellen Position vornehmen. Oder alternativ auch eben die Einstellung am ganzen Track. Weil es kann ja auch sein, dass sich zum Beispiel mal die BPM innerhalb eines Tracks verändert. Es sind ja auch gerade Transition-Tracks dafür bekannt, dass sie eben zum Beispiel von einer recht hohen BPM-Zahl von einem Art elektronischen Track runtergehen auf eine langsamere BPM-Zahl von einem Hip-Hop-Track, von einem Remix zum Beispiel. Außerdem könnt ihr hier noch das Ganze wieder rückgängig machen, wenn ihr aus Versehen euch verklickt habt. Und außerdem könnt ihr auch noch einen Metronom zuschalten. Daran könnt ihr euch dann immer auch noch orientieren, könnt ihr noch die Lautstärke einstellen. Und insofern dann alles gepasst hat und die Analyse eben soweit stimmt, dann könnt ihr sagen, okay, bitte sichere mir das so, dass da nichts mehr dran passieren kann, macht das Schloss zu und dann ist das hoffentlich für immer auch so gesetzt. Ja, ihr habt hier noch die Möglichkeit, das Q anzuklicken, also Quantize. Wenn was quantisiert ist, dann ist es im Prinzip an die Taktstruktur, an die Beatstruktur angepasst eben. Wenn ihr dann zum Beispiel hier einen Q-Punkt setzt, dann landet der genau auf dem Beatgrid und nicht dazwischen. Auch wenn ich jetzt hier eben dazwischen mal klicke, dann wird er trotzdem immer auf den richtigen Beat-Grid-Strich gesetzt. Wenn Quantize nicht aktiviert ist, dann kann ich die Q-Punkte auch zwischen die Grid-Striche setzen, wie man jetzt sieht zum Beispiel. Also hier ist er deutlich zwischen den beiden Strichen. Genau, üblicherweise aktiviert man das, weil man auch normalerweise immer genau im Takt springen möchte. Aber es kann sein, dass ihr zum Beispiel eben ja, eine Art Live-Producing macht und hier was live remixen möchtet und dass ihr da auch bestimmte Stellen rausziehen möchtet, die eben nicht auf dem Beatgrid liegen.
Dann könnt ihr hier eben noch einige Informationen einstellen, zum Beispiel hier die Wellenform, Farbe. Das sind kleine Spielereien im Prinzip, die ihr eben noch einstellen könnt. Ansonsten bekommt ihr hier auf der rechten Seite dann noch eine Liste, zum Beispiel. Eben Hotcues habe ich ja zwei schon mal gesetzt hier am Anfang. Das sind die beiden, kann ich eben löschen, kann ich wieder hinzufügen. Dann habt ihr hier die Liste. Außerdem habt ihr hier eine Info des Tracks, eben eine kleine Sparversion sozusagen von der Info hier. Und außerdem könnt ihr Memory Cue-Punkte setzen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr eben dann hier einen Memory Cue-Punkt haben möchtet, dann klickt ihr hier auf dieses Memory. Und der Unterschied zwischen Memory Cue-Punkten und Hot Cue-Punkten ist, dass bei Memory Cue-Punkten, wenn ihr den aktiviert, der Track an dieser Stelle stehen bleibt. Das sehen wir jetzt mal, wenn wir das hier laufen lassen, klicken wir auf den Memory Cue und der Track springt zu dieser Stelle und bleibt stehen. Wenn wir das Ganze hier bei einem Hot Cue machen, dann seht ihr, der Track läuft ja weiter. Also das ist der elementare Unterschied. Könnt ihr eben beide auch hier setzen. Ansonsten habt ihr hier oben noch ein paar Zusatzinformationen und könnt eben so alle eure Tracks ready machen für euren Auftritt. Genau. Und wenn ihr dann die Tracks so vorbereitet habt, wenn ihr hier eure Tagliste abgearbeitet habt, was ihr eben alles machen möchtet und hier auch mit der Analyse, mit den Ergebnissen zufrieden seid, eventuell müsst ihr ja zum Beispiel wieder mit Mixed in Key, B-Tunes und so weiter hier nochmal nachhelfen, weil die Analyse nicht genügend war, dann könnt ihr in den Sync Manager übergehen. Und hier wird es jetzt insofern spannend, dass ihr ja mit der Recordbox Export Variante nicht dem DJ-Programm eben ja nicht auflegen werdet, sondern das ja alles eine Preparation ist. Das heißt eben, ihr könnt hier jetzt auswählen, zum Beispiel, welche Playlist soll denn in Recordbox rein. Und außerdem habt ihr hier dann die Wiedergabelisten und Playlisten, die ihr dann wiederum auf zum Beispiel eben den Aufleg mit der Volk-USB-Stick exportieren möchtet. Wir können ja zum Beispiel hier auch noch Wiedergabelisten erstellen. Das heißt, wir nennen die jetzt einfach mal Test und können dann aus unserer Sammlung einfach mal ein paar Tracks da reinziehen. So, jetzt haben wir hier die schon. Außerdem können wir zum Beispiel noch intelligente Playlists anlegen. Das heißt, wir können hier Regeln einführen, zum Beispiel nur der Interpret ist gleich, also es muss genau der Interpret sein. So, und dann kommen zum Beispiel ja nur die Tracks von diesem Interpreten. Alternativ kann man natürlich auch noch alles Mögliche festlegen, ja, wie soll der Dateiname sein. Die BPM-Anzahl soll zum Beispiel im Bereich von 110 bis 130 liegen. Ja, dann haben wir natürlich schon mal deutlich mehr Tracks und so weiter. Da kann man extrem viel rumspielen. Die Information der ähnlichen Tracks richtet sich immer nach dem aktuell gespielten Track auf dem Master Player hier. Das heißt eben, wenn wir jetzt zum Beispiel den Track hier haben, dann wird bei BPM und Key was anderes angezeigt, wie wenn zum Beispiel Motivation läuft. Also ihr seht, die Liste verändert sich immer wieder, je nachdem, was hier halt gerade läuft. Genau. Die restlichen Funktionen haben wir eigentlich schon soweit erklärt. Ihr habt neben Memory Cue Punkten und Hot Cue Punkten auch noch die Möglichkeit, Loops festzulegen. Die könnt ihr entweder anhand fester Größen definieren, wie jetzt zum Beispiel hier 4, 16 oder auch ganz klein. Könnt ihr eben so immer aktivieren und deaktivieren. Und könnt ihr aber auch sehr individuell festlegen. Ihr könnt sagen in, also hier geht's los und
da hört es auf. Also ganz frei. Könnt dann eben sagen Exit, das war's, und Reload nach dem Motto, komm wieder zurück. Ja, wenn ihr den Loop dann speichern wollt, genau wie die Cue-Punkte auch, dann klickt ihr einfach auf C zum Beispiel. Ja, jetzt wäre jetzt der nächste freie, ist ja egal welcher. Könnt auch E benutzen. Und dann legt ihr den auf diesen Cue-Punkt sozusagen. Ja, also je nachdem, wenn ihr einfach nur einen Punkt setzt im Track irgendwo, dann wird es ein Cue-Punkt. Oder ihr setzt einen Loop und drückt dann auf den Buchstaben und dann wird es so gesichert. Ja, wenn das soweit alles vorbereitet ist, dann möchtet ihr natürlich eben eure Musik exportieren, möchtet sie auf einen USB-Stick, eine Festplatte, was auch immer, eben exportieren, weil ihr die Dateien ja mitnehmen möchtet, dann zu eurem nächsten Gig. Das heißt, ihr könnt dann hier auswählen zum Beispiel, ihr möchtet die Hip-Hop-Playlist aus iTunes rüberziehen, als auch hier die Wiedergabelisten. Das sind jetzt einfach die Beispiele, die wir mal angelegt haben. Ihr klickt dann einfach auf den Pfeil rüber. So, hat das im Prinzip rübergenommen. Wiedergabeliste mit einem Gerät synchronisieren. Genau, das wollen wir ja. Und könnt dann hier eben noch das Zielgerät auswählen. Und könnt dann sagen, schließen. Ja, ihr seht schon, wird exportiert hier unten. Also arbeitet gerade schon. Und umgekehrt habt ihr natürlich vielleicht auch die Situation, dass ihr bei einem Gig oder eben wenn ihr selber an den Turntables zu Hause ein bisschen ausprobiert, schon Cue-Punkte gesetzt. Das heißt, ihr habt das gar nicht hier am PC gemacht und dann möchtet ihr die ja wieder zurückbringen in die Software und das könnt ihr dann natürlich mit dem Pfeil hier unten machen. Also das Ganze funktioniert vice versa und insofern warten wir jetzt einfach mal, bis die Analyse hier fertig ist. Ja, also das rüber synchronisieren ist jetzt durch. Der Ladebalken hier ist fertig, das heißt, wir können schließen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal in den USB-Stick rein. Und es hat geklappt. Also wir haben hier die Contents. Das sind also die ganzen Lieder, die er mit rübergezogen hat. Und hier sind dann eben noch die anderen Informationen für den Pioneer CDJ. So, hat also soweit geklappt. Jetzt könntet ihr den USB-Stick auswerfen und einfach einstecken. Ja, kommen wir noch zu den Einstellungen, denn hier könnt ihr auch noch einige vornehmen. Sprache Deutsch, logisch. Schriftgröße, Zeilenabstand, alles relativ unwichtig. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann hier könnt ihr am Layout noch ein bisschen was ändern. Ihr seht hier auf der linken Seite, kommt dann eben bei der Baumansicht entweder noch was dazu oder weg. Könnt ihr auch selbst entscheiden, eben wie viel ihr da angezeigt bekommen möchtet. Dann könnt ihr euch zum Beispiel Tooltips anzeigen lassen. Das haben wir gerade aktiviert. Das ist immer die Variante, wenn ihr eben hier länger über einer Funktion bleibt mit dem Mauszeiger, bekommt ihr angezeigt, was dahinter steckt. Braucht ihr jetzt nicht unbedingt mehr, weil ihr ja dieses Video hier schaut. Aber kann ab und zu mal hilfreich sein. Dann hier eben die Farbe der Wellenform. Könnt ihr auch nach Geschmack machen. Hier bei der bunten Variante bekommt ihr natürlich noch ein bisschen mehr Infos. Und genau. Für Wiedergabe und Cue auf die Wellenform klicken haben wir jetzt deaktiviert, weil wir da nicht so gerne damit arbeiten. Das heißt, wir möchten, dass der Track nur losgeht, wenn wir auch wirklich auf Play klicken. Ja, dann bei Audio könnt ihr eben einstellen, welches Geräusch soll das Metronom machen. Dann welche Soundkarte möchtet ihr hier wieder auswählen. Dann die Abtastrate. Umso höher hier es macht, umso mehr Leistung zieht es halt. Ja, und genau, Input ist natürlich USB und die Ausgangskanäle Left, Right passt auch. Ja, bei der Analyse könnt ihr noch sagen, wollt ihr das Ganze normal, dynamisch haben. Ihr könnt sogar auch den BPM-Bereich festlegen, also insofern ihr zum Beispiel nur elektronische Tracks analysiert, bei denen ihr schon wisst, dass die eh nur zwischen 110 und 130 liegen, dann könnt ihr das schon ein bisschen eingrenzen, um einfach gewisse Fehler vorzubeugen. Und was wir natürlich analysiert bekommen wollen, ist natürlich BPM, Grid, Tonart, Phrase und so weiter, ist eh klar. Solltet ihr auf jeden Fall alles aktivieren
Und auch die Autoanalyse passt auch, dass eben, wenn ihr die Tracks reinzieht, die direkt analysiert werden. Ja, die Tonarterkennung könnt ihr noch in das ID3 Tag schreiben lassen. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr das möchtet oder nicht, je nachdem, ob ihr vielleicht auch noch mit einer anderen Software arbeitet. Und ja, das Analyseverfahren könnt ihr, je nachdem, ob euer Computer gut oder schlecht ist, auf Leistung oder Normal stellen. Dann beim CDJ ist auch wieder eben die Frage, welche Farbe der Wellenform möchtet ihr, und ja, auch die Übersichtswellenform wieder. Ihr könnt hier noch Kategorien festlegen, welche sollen denn überhaupt aktiviert werden, und dann eben auch die Sortierung, in welcher Reihenfolge die denn angezeigt werden sollen. Da müsst ihr eben dann einfach mit den Pfeilen links, rechts, wie ihr es auch beim Synchronisieren gesehen habt, entweder die mit rein oder mit rausnehmen, oder ihr könnt sie eben hier höher oder niedriger ranken. Dann könnt ihr noch festlegen, welche eine besondere Spalte sozusagen direkt daneben dem Tracknamen angezeigt werden soll. Das könnte jetzt eben der Album sein, oder vielleicht ist euch die BPM wichtiger. Dann hier gibt es noch meine Einstellungen, einfach das sind allgemeine Einstellungen für den CDJ, dazu aber dann ja auch noch mehr in der Equipment-Lektion. Ja, automatisch laden von Hotcues auf CDJ beim Importieren macht insofern Sinn, dass er eben dann direkt zum ersten Hotcue springt. Und ja, dann könnt ihr hier zum Beispiel eben noch die Bibliothek festlegen, ob die jetzt für den CDJ sein soll, ob die Tracks eventuell gelöscht werden sollen und ob der Verlauf gesperrt werden soll. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und dann könnt ihr hier eben bei der Tastatur noch Sachen mappen, ist aber auch halb so wichtig, könnt ihr einfach einstellen, wie ihr möchtet. Dann habt ihr hier noch erweiterte Einstellungen, eben ist wieder wichtig, dass Rekordbox auf eure iTunes XML-Datei zugreifen kann, und ihr möchtet auch auf jeden Fall, dass die Beatgrid-Informationen exportiert werden. Dann könnt ihr natürlich noch sagen, ob ihr wollt, dass Tracks von einem externen Laufwerk automatisch exportiert werden. Das könnt ihr aber eigentlich alles unberührt lassen, die Festplatte ist eigentlich auch eh klar. Dann, wenn ihr was durchsucht, habt ihr hier auch noch diese Einstellungsmöglichkeiten. Also bei erweitert sind keine wilden Sachen mehr dabei. Und ja, das mit dem Dropdown-Menü ist auch klar. Dann, wenn ihr Aufnahmen tätigt, eben hier über den Record Button, dann könnt ihr es zum Beispiel auf dem Desktop speichern, passt auch soweit. Das sind alles Einstellungen, die könnt ihr auf Standard lassen. Und bei Quantize Beat Value ist es insofern wichtig, dass ihr das auf 1 lasst. Wenn ihr es zum Beispiel auf 1/16 stellt, dann kann es eben sein, dass ihr zwischen den Beatgrid-Strichen landet. Ihr seht das jetzt hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt 1/16 eingestellt, und hier ist es zwar an sich quantisiert, ja, aber eben so, dass es ja auf 1/16 ist, das heißt, er teilt diesen einen Beatschlag eben ja noch in kleinere Teile, deswegen ist dieses H hier zum Beispiel an sich quantisiert, ja, aber liegt ja eben nicht auf dem klassischen Beatgrid-Schlag vom Taktmuster. Ja, deswegen lasst es auf 1, und auf jeden Fall wollen wir Beat Sync, ja. Und während der Pause wird die Gate-Wiedergabe angewendet, passt auf jeden Fall auch. Und insofern die sonstigen Einstellungen, die erweiterten, könnt ihr eigentlich im Prinzip alle auf Standard lassen. Und damit sind wir im Prinzip eigentlich auch schon durch. Ihr habt also hier oben den Player zum Vorbereiten, ihr habt hier die Mediathek. Und damit könnt ihr dann losstarten und mit den CDJs wirklich loslegen. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.